Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Brusttraining, das ich euch heute vorstelle. Ich muss kurz hinzufügen, Brust ist meine absolute Schwachstelle. Das heißt, im Prinzip ist es eine Art Schwachstellentraining für mich. Fange hier an, ganz klassisch mit dem Aufwärmen der Rotatoren, ganz wichtig. Also wirklich bei jedem Training machen, egal was ihr trainiert, Rotatoren aufwärmen kann Gold wert sein, ja. Denn am Ende macht ihr euch dann irgendwas in der Schulter kaputt. Und habt dann spätwiegende Folgen irgendwie, ja, und das wollen wir ja nicht, ja. Deswegen Armkreisen, ganz mal mit dem Tube ein bisschen aufwärmen. Ich gehe dann auch gleich weiter mit langsamen, sauberen Liegestütz, Freunde. Achtet darauf, dass ihr saubere, langsame Liegestütze macht. Liegestütz sagt jeder immer, ach, ist ja sauer einfach, mache ich 50 Stück von, aber nicht solche. Ja, also manche schon, ne, das ist ganz klar, an die Respekt, aber an die, die so halbe Liegestütz dahin krüppeln, hier ganze Liegestütz machen, schön langsam, erster Satz 20 Wiederholungen oder 15 glaube ich, ne, 15 und der zweite Satz etwas schneller, aber trotzdem noch ganz, das heißt Arme ganz durchstrecken und so weit wie möglich nach unten, das ist mein Aufwärmen, einfach so Kreislauf ankurbeln, Rotatoren warm kriegen, Schultern warm kriegen, Brust aufwärmen, bisschen dehnen, jetzt geht's hier los mit dem ersten Aufwärmsatz, Bankdrücken, ich muss sagen, ich drücke noch mit einer SZ-Stange, weil ich noch keine Langhantel habe, beziehungsweise heißt noch keine, ich habe halt zurzeit keine, werde aber bald eine haben. Ich stelle die Beine manchmal hoch, also ich bin jetzt gerade dabei, meine Technik zu verbessern. Also das Beine hochstellen muss nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt den Rest vom Training ohne Beine hochstellen gedrückt, hat sehr gut funktioniert. Ich habe zwar nicht das ganze Maximalgewicht geschafft vom letzten Mal, aber ich schätze es deswegen, weil es eben isolierter ist. Ich habe viel besser die Brust gespürt. Hier der zweite Aufwärmsatz. Eigentlich ja auch schön bis hochdrücken, keine halben Wiederholungen machen. Ja, die Profis machen das. Lasst die Profis sein. Wir müssen ganze Wiederholungen machen. Ja, das heißt, um irgendwas zu erreichen, muss man ganze Wiederholungen machen. Und ich denke, das ist hier ganz gut dargelegt. Der erste Aufwärmsatz. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Kilo es sind. Ich bin zu faul, um es auszurechnen. Ich schätze mal 45. Oder 50, ich bin sehr schwach im Bankdrücken, muss ich ehrlich zugeben. Ich denke aber so in meinem Alter sind die meisten so bei dem Gewicht, was den ersten Satz angeht. Gibt natürlich welche, die sind da viel höher und drücken auch am Ende mehr als ich, aber so als erster Satz kein Problem. Jetzt kommt die zweite Zehnerscheibe auf jede Seite drauf. Das sind Zehnerscheiben, nur zur Information. Ja, die sehen riesig aus und so, aber sind nur Zehnerscheibchen. Und ja, ich muss das immer ganz unangenehm teilweise aus dieser Haltung herausheben, weil die SZ muss ich immer umgreifen. Aber es funktioniert tatsächlich. Und hier jetzt der zweite Arbeitssatz. Hier auch schön drücken. Da sieht man schön, dass die Brust beansprucht wird. Dass tatsächlich, was Brust betrifft, beansprucht wird. Jetzt geht es gleich weiter mit dem nächsten Satz. Ich mache das jetzt schnell durch alles hier. Vorher immer nochmal den Fokus auf das legen, was jetzt gleich passieren wird. Ganz wichtig, wenn ihr beim Brusttraining vor einem schweren Gewicht beim Bankdrücken seid, ihr habt keinen Trainingspartner dabei, der euch spotten kann, darauf konzentrieren, wirklich darauf einlassen, auf das Gewicht wirklich genau abwägen, schaffe ich die nächste Wiederholung noch oder lasse ich sie lieber bleiben, denn das kann, naja gut, ne, beim Alleintrainieren viel, viel bringen. Hier mache ich dann auch nicht mehr so viel Wiederholungen, hier zack, noch eine hingekrüppelt, aber egal. Jetzt geht es gleich an den nächsten und ich glaube auch letzten Satz, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, das sind jetzt knapp 60 Kilo oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, da müsste ich jetzt die Hantelscheiben zählen. Und hier drücke ich glaube ich 5 Mal. Hier schon ein bisschen unsauber zur einen Seite, ein bisschen weggeknickt, aber das ist halt so. Und jetzt geht es ans Kurzhantelbankdrücken, Aufwärmsatz auch hier. Ich mag Kurzhantelbankdrücken, muss ich sagen, sehr für die obere Brust. Das ist schön, ich habe die Bank in einer sehr schrägen Perspektive. Es ist aber noch für die Brust, ja, das habe ich gemerkt, dass es kein Schulterdrücken ist, sondern also wirklich noch obere Brust. Man merkt vielleicht, ich zittere in der Brust, ja, wenn ich oben bin, drrr, dann zittert das so weg, wird man gleich sehen. Ist bei mir grundsätzlich so, dass ich zittere, warum auch immer, es ist nicht so, dass mich dieser Aufwärmsatz mit, was weiß ich, 12 Kilo oder 15 Kilo mich jetzt schon, also 15 Kilo auf einer Seite, dass der mich jetzt schon so geschlaucht hat, dass ich hier am Zittern bin, sondern es ist halt einfach so, kann ich auch nichts gegen machen, ist leider bei jedem Gewicht so, egal wie schwer oder wie leicht. So, hier jetzt der nächste Satz mit 16er Kurzhanteln, also alles noch gar kein Problem, ist schon der erste Arbeitssatz eigentlich. Ja, ich finde das eine sehr schöne Isolationsübung hier auch. Muss sagen, Schultern habe ich relativ wenig gespürt. Und jetzt geht es dann auch schon an die Heavy, an die heftigen Boys hier, ja. An die Heavy Weights.
Ja, und jetzt, das sind dann schon, das sieht immer so komisch aus, weil die Scheiben so groß sind, ja. Wie gesagt, das sind immer noch 10er Scheiben. Das sind also im Prinzip die 22er Kurzhanteln. Und die drücke ich, weiß gar nicht, wissen wir denn jetzt, 5 oder 6 Mal drücke ich die. Geht also alles noch klar. Muss sagen, das war vor einer Woche noch mein Maximalgewicht, ja. Das heißt, ich bin relativ schwach. Jetzt habe ich hier dann versucht, einen drauf zu packen. Mit den 25er Kurzhanteln, also insgesamt 50 Kilo Kurzhantel drücken. Und da habe ich dann versagt, weil ich mich hier nochmal richtig hingelegt habe. Und dann war ich hier drin und dann ging nichts mehr, ja. Hier war ich in einer komischen Position, Spannung war raus, dann ging nichts mehr. Habe mich da nochmal gesammelt, kurze Pause gemacht, einen Schluck getrunken, nochmal fokussiert. Und dann nochmal die Gewichte weggedrückt 4-mal. Das hat mich sehr motiviert, auch jetzt, wenn ich das im Nachhinein geschnitten habe, dass ich das tatsächlich noch 4-mal geschafft habe. Und jetzt noch den letzten hier gemacht habe. Und dann falle ich so ein bisschen zur Seite, aber da kann wirklich nichts passieren. Das ist also eine safe Übung. Am Schluss noch ganz kurzes Bizeps-Posing, weil ich da so motiviert war, weil ich es geschafft hatte. Ja, ich danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge am Training, da gibt es nämlich sicher irgendwas, ja, dann meldet euch. Und wir sehen uns beim nächsten Training. Bis dahin, ciao.